Die erste internationale Dienstreise der Saison. Borussia Dortmund startet in eine neue und auch hoffentlich bessere Champions-League-Spielzeit. Nach dem blamablen Aus in der letztjährigen Gruppenphase trifft man jetzt im ersten Spiel auf Club Brügge. Ich denke, dass die Mannschaft genug Potenzial hat, sich da durchzusetzen und ja, das ist natürlich auch unser Ziel. Neben Atletico Madrid und Monaco gilt der belgische Meister als schwächster Gruppengegner. Will man in der Königsklasse überwintern, darf man sich vor allem in diesen beiden Duellen keine Ausrutscher erlauben. Wir sind schon eine unangenehme Mannschaft einfach, aber trotzdem glaube ich, dass wenn wir unser Ding durchziehen mit den Leuten, die wir bei uns haben, dann bin ich da sehr positiv gestimmt und wir werden uns noch gut vorbereiten. Fehlen werden dem BVB in Brügge Paco Alcácer und Thomas Delaney. Beide Sommerneuzugänge sind angeschlagen zu Hause geblieben. Vielleicht eine Chance für Mario Götze. Das ist schwierig für ihn, ist auch ganz klar. Also es betrifft nicht nur Mario, sondern alle, die bei uns dann nicht im Kader sind oder keine Einsatzminuten haben. Das ist doch ganz normal, jeder will spielen. Letztendlich entscheidet der Trainer, es wird irgendwann jeden mal treffen. Von daher, aber Mario ist weiter ein überragender Fußballer und mehr kann ich dazu jetzt leider auch nicht sagen. Dortmund Start in der Champions League. Neuer Anlauf, neue Hoffnung. Also am besten Brügge sehen und gewinnen, ja. Super, danke. Alles klar.